alle, die das geil finden, heben die Hände. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt, wir machen nicht mit. Die glauben, das sei richtig. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt, wir machen nicht mit. Alle, die das geil finden, heben die Hände. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt, wir machen nicht mit. Alle, die glauben, das sei richtig. Arschtick, wir machen nicht mit. Der Extra Future Store in Rheinsberg bei Duisburg. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt. Die Fußball-Weltmeisterschaftstickets zur WM 2006. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt. Die neuen deutschen Reisepässe haben biometrische Daten der Inhaber. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt. Die Europäische Zentralbank will sogar Geldscheine mit RFID. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt. Und ab morgen ist meine Kleidung intelligenter als ich. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt. Haben Sie ein Facebook-Account? Haben Sie E-Mail? Haben Sie einen Google-Account? Haben Sie eine kleine Ordnungswidrigkeit begangen? Ein Strafzettel oder ähnliches? Mit der Bestandsdatenauskunft kann die Polizei jederzeit Ihre Passwörter und Ihren E-Mail-Verkehr überwachen. Schließen Sie sich uns an gegen die Bestandsdatenauskunft. Und jetzt alle zusammen. Wir sind hier. Wir sind laut. Number, das ist Sonntag, gib mal Gas! Wir sind laut, weil man uns die Daten klaut! Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut! Auf diesem Streck will ich erstmal einen kriegen. Muss jetzt nur noch schnell einen Supermarkt finden. Verschlossen weiter ist einer, hat doch auch Kasse. Schnell rein und mit einer 0,5er Patrone an die Kasse. Ich will zahlen, kriege kalte Füße noch ohne dir. Ich soll eine Kassemasse mehr bezahlen als der Mann vor mir. Ich steig in einen Maybach ein und will jetzt wegfahren. Ey, wieso muss der Arsch da weniger für sein Bier bezahlen als ich? Ey, komm schon mal, was macht ihr hier? Und die Antwort von dem Kassenclown. Der Herr Ebel hier ist Träger der übergoldenen Amex Platinum-Kreditkarte am Eichenlauf. Natürlich machen wir ihm als treuen Kunden einen guten Preis, bevor er zur Konkurrenz aufhaut. Und sorry, du, ich habe gerade deinen Schufa-Eintrag gelesen. Bei dir ist ja mit Kohle und kann lieber so nichts gewesen. Nenn dich doch mal rein und mach dich groß. Nenn dann Bier und verpiss dich jetzt, also los. Und ich muss zusehen, wie diese Dreckskarre jetzt locker vom Platz fährt und abhaut. Und ich spüre die Wut, die Zwerchern in mir aufstaut. Ich hab roten Faden mit einem goldenen Buchstück dran. Das heißt, dass ich jetzt auf der ganzen Welt zu Orten bin. Okay, pass mal kurz auf, wir fahren jetzt gleich in den Straßenverkehr ein. Ich bitte euch, bleibt hinter dem LKW, lauft bestehend im LKW. Und auf dem Weg zum Hauptbahnhof wird nur die eine Straßenseite gesperrt sein und die Straßenbahn wird weiterfahren. Das heißt, bitte bleibt auf der Straße hinter dem LKW. Hände, Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt, wir machen nicht mit. Alle, die glauben, das sei richtig. Arschtick, ihr kriegt einen Arschtritt. Thank you.
doch mal alle schön laut in der Straße. Wie war unser Slogan? Wir sind hier, wir sind laut. 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 Können Sie sich vorstellen, dass die Polizei in Ihr Facebook-Account kann? Können Sie sich vorstellen, dass Ordnungswidrigkeiten ausreichen? Also zum Beispiel ein Parkticket hier dazu ausreichen, dass die Polizei Ihre Zugangspasswörter bekommt? Können Sie sich nicht vorstellen, das ist die Bestandsdatenauskunft. Und genau deshalb sind wir hier am Sonntag und stören Ihre Ruhe. Sie wollen auch nicht, dass die Behörden, dass die Polizei in ihr Facebook-Account rein kann. Kleinste Ordnungswidrigkeiten reichen aus. Das ist die Bestandsdatenauskunft und deshalb sind wir hier zum Demonstrieren. Schließt euch uns an. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Und nochmal zur Erklärung für alle. Können Sie sich vorstellen, dass die Polizei aus kleinsten Gründen wie Ordnungswidrigkeiten, wie Parktickets oder weil Ihr Hund auf die Straße geschissen hat, dass die Polizei dann in Ihr E-Mail-Account rein darf? Nein, können Sie nicht. Es gibt das neue Bestandsdatenauskunftsgesetz. Das erlaubt Behörden, Polizei genau das und sogar ohne Ihnen davon Bescheid zu geben. Das ist der Grund, warum wir heute hier demonstrieren. Und deswegen sind wir verdammt laut. Und ihr alle auch. Wir sind hier. Wir sind hier, wir sind laut. Zusammen ganz laut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Noch einmal für all die lieben Nürnberger, die hier sind. Sie haben doch bestimmt auch einen Facebook-Account. Können Sie sich vorstellen, dass da die Polizei hinein darf, das Passwort bekommt
bestimmt nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Hund hier in der Innenstadt irgendwo hinkackt, uns dafür eine Ordnungswidrigkeit gibt und die Polizei dann in Ihr Facebook-Account geht? Nein, das neue Bestandsdatenauskunftsgesetz erlaubt genau das der Polizei. Und deswegen sind wir hier zum Demonstrieren. Und wir sind laut. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Leute, lasst das Glotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! Leute, lasst das Glotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! Schaut ihr ab und zu im Internet Pornos? Möchtet ihr, dass die Polizei darüber Bescheid weiß? Nein, bestimmt nicht. Das Bestandsdatenauskunftsgesetz erlaubt den Behörden bei kleinsten Ordnungswidrigkeiten genau das. In dein E-Mail gehen, weil du einmal ein Bierchen zu viel getrunken hast. Das ist scheiße. Deswegen sind wir laut. Wir sind hier. Wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Bestimmt wissen, warum wir hier verdammt nochmal am Sonntag die Straße sperren. Und Sie allesamt hier in Ihren Autos haben bestimmt schon mal ein Knöllchen bekommen oder sind vielleicht zu schnell gefahren. Auf alle Fälle eine Ordnungswidrigkeit. Sie haben auch alle ein Facebook-Account oder ein E-Mail-Account. Glauben Sie, dass die Polizei das Recht haben dürfte, auf diese Daten zuzugreifen, nur weil Sie ein Knöllchen bekommen haben? So ist das jetzt mit der Bestandsdatenauskunft. Und genau deshalb sind wir an einem so wunderschönen Sonntag alle zusammen demonstrieren und rufen ganz laut, wir sind hier, wir sind laut. 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 Leute, lasst das Glotzen sein. Reiht euch hin.